Beschütze die Karawane. Ein Wicht. Ausgestattet und bewaffnet als die meisten anderen. Okay, das, aber das Geile ist, da kriegt erstmal einen Schaden. Das ist schon mal geil, muss ich sagen, auf jeden Fall. So, hier ist der Vierer. Den nehmen wir mit. Den Blauen nehmen wir mit. Ich brauche Rote. Machen wir so. Machen wir hier weiter. Dann machen wir einfach dort weiter. Mach hier weiter. Wir brauchen immer noch Rote. Ja, sehr schön. Feuerball, Junge! Schauen wir erstmal den raus. Was? Ich habe übelst viel Leben. Was? Oh, danke. Das schmeckt anders wild. Geil. Richtiger Schmackofatz. Och Mann. Oh, ich hab so gespart. Oh, ein Vierer, dann sehe ich mich drin. Auf jeden Fall. Das ist blöd. Das machen, da rutscht das runter, ja, ich mach's so. Sehr schön. Klick gelb. Klick gelb ist immer gut, nehmen wir mal rot. Geil. Hört schon ein bisschen weh. Mein Gutster. Muss ich sagen, das hat mir schon ein bisschen weh. Auch gelb. Machen wir es halt so. Würde ich jetzt mal gekonnt sagen. Danke. Der kleine Playboy kann mich ernsthaft stunnen. Okay. Du willst also so spielen. Verstehe, verstehe, verstehe.
habe ich wieder rausgenommen aus dem Spiel. Ja, sehr schön. Okay. Schon der Wengeier. Oder? Easy. Boom. You are victorious. Feuerball. Die Karawane ist in Sicherheit, danke euch Mädchen. Jetzt können wir die nächsten Teil der Reise antreten und sie nach Dun Guo bringen. Ich glaube, wir... Wartet. Keiner hat was davon gesagt, dass die Karawane nach Dun Guo zu bringen. Oh. Aber ich nehme an, dass die sicher bis ans Ziel bringt. Taira ist gefährlich, ja, aber... Der Hammerpass ist voller Orks und dann ist der dreiköpfige Ogre von Dun Guo. Er ist so groß wie die Türme von Galal. Also Galel. Und bestimmt doppelt so dick. Also ich glaube, wenn ihr Maß nimmt. Erzählt mir mehr von diesem Ogre. Und fasst euch bitte kurz. Oh ja, sicher. Ihr wollt kurz und fasse. Ihr wollt es. Also. Ihr wollt kurz. Ich fasse mich kurz. Sein Name ist Dokuk. Meine Leute glauben, dass er alles organisiert. Ein Kopf schickt die Orks auf Überfälle. Der andere sagt den Nekromanten, was sie tun sollen. Und er führt einen Rude Orger an. Aber ich sagt ihr, dass er der Grund für die ganzen Ärger ist. Oh ja, Dokuk ist der Boss. Wir müssen einen Weg um ihn herum nach Dun Guo finden. Dann können wir... Nein, wir müssen ihn nicht umgehen. Wir müssen ihn besiegen. Oh nein, Mädchen, das ist eine ganz schlechte Idee. Dokuk ist sehr stark. Einmal hat er einen Wagen voller Steine auf meinen Cousin fallen lassen. Was eigentlich für ihn ziemlich schlecht... Also das war für ihn ziemlich... Kommt mit mir... Kommt ihr mit oder nicht? Also ja... Balgus, endlich habt ihr einen Satz beendet. Das ist unglaublich. Okay, ein neuer Begleiter. Galgo, Rasse Zwerg, Geschlecht männlich, Alter 235. Galgos ist ein Zwergeningenieur aus den Minen von Gazagar. Alles Michina fasziniert ihn und der spricht oft ausführlich von seinen aktuellen Projekten und zukünftigen Plänen. Galgos erhöht seinen Kampf um 10 im Gefecht gegen Zitadellen und mechanische Feinde. Ja, der ist jetzt in der Truppe dabei. Okay. Gegen Zitadellen und mechanische Feinde. Zockt mein Angriff plus 10. Ist schon mal geil. Golgos ist ein Ort, wenn du Karawane gerettet hast, beendet dein Mitglied. Okay. Müsst jetzt quasi hier hin. Aber wir sehen können, haben wir dann. Ich würde einfach sagen, wir probieren es, ne? Aber erst muss ich den Orger. Ach, den Weg über den her, was bringt dich ein Horde Orger an? Fang. Geil. Okay, wir fangen den jetzt. Bam, bam. Okay. Bam, bam. Bam. Okay. Nee, scheiße, ich hab reingeschissen. Ich hab reingeschissen. Ja, ich hab reingekackt. Okay, nochmal von vorne. Nochmal. Ich könnte quasi das machen. Das machen. Bam. Dann ist das weg. Dann kann ich quasi das machen.
Zack, zack. Das. 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 Easy. Du hast eine Ogre gefangen. Wenn du eine Marke Turm, Dorfstadt, gebaut hast, kannst du diesen Zauber, Plumpszauber, erlernen. Geil. So, deine Zitadelle. Zaubersprüche. Plumpsmittel. Das machen wir jetzt noch. So. Wie ihr gesehen habt, ist das Ding Mittel. Und die anderen zwei, die ich gemacht habe, waren sehr schwer. Oh, ich kann nicht sagen, wo ich Zombie-Fressen gemacht habe. Also Schädelfressen. Das hat ewig gedauert. Das hat richtig lange gedauert, ey. Bei dem letzten Run, den ich hatte, habe ich richtig geschwitzt. Das war geisteskrank. Ich glaube, das war mein... Also wo ich das gemacht habe, Ich glaube, 5. oder 6. Versuch. Oh yeah. Das war nice. Ah, fuck, das waren 4er oben. Oh, ich kotze. Hab ich reingeschissen. Zum Glück kann ich ein bisschen lenken. So, dann lieber senkrecht. Oh, das war gut, ein 12er. Okay, die gelben sind auch gleich fertig. Okay, da sammle ich jetzt noch gelbe. Weil umso mehr gelbe da sind, werden die dann aufgelöst und dann bilden sich da neue Ketten. Natürlich nur, wenn ich Nee, das reicht noch nicht. Oh fuck, ich muss es machen, oder? Ja, ich muss es machen. Nee, ich muss es machen. Genau das war der Plan. Muss ich sagen, das war richtig stabil. Das fehlt mir noch rot und grün. Rot und grün. Ich muss irgendwie darüber kommen. Aber wie? Ich muss irgendwie darüber kommen. Stabil. Oh ja, hier unten. Richtig nice. Bam. Wie kommt der Sache näher? War natürlich am meisten rot, ist klar, weil der Move Plumps rot kostet. So rot ist meiner. Nee, doch nicht. Das war gut. Mist, das war kacke. Eigentlich wollte ich das mit... Nein! Oh, fuck!
Ah, sowas kann passieren. Sowas kann leider passieren. Ah, fuck, das wären Vierer gewesen. Wären Vierer gewesen. Oh, 25. 24. 27. Das war nicht schlecht. Tja, da machst du nichts. Würde ich sagen, da machst du einfach nichts. Ja. Ne. Ist genau in die falsche Richtung gerutscht. Aber wir machen das schon irgendwie. Wir machen das schon irgendwie, dass das passt. Ich könnte wirklich mit Glück reden, dass ich höre. Die anderen Zauber sprechen. Oh, hallo. Jetzt immer so, wenn ich jetzt reinkacke, lasse ich das und mache das dann einfach offline. Stabil. Stabil. Schade. Ja. Ich habe schon bitte gedacht, ich kann das stacken, aber das war nicht so. Gut, dann machen wir das offline. Dann machen wir das offline. Ein Ogre. Der Start fängt schon mal fulminant an. Muss ich sagen. Ich muss sagen, das hat mir schon ein wenig geil gemacht. Auf jeden Fall. Die ganz kleine ist Wang. Der rutscht mal jetzt weiter runter. Ja. Danke. Oh ja, saftig. Na, da lacht das Herz. Da lacht das Herz.
Oh, ja. Habe ich noch gesehen, zum Glück. Habe ich noch gesehen. Ich mache erstmal so hier. Mach erstmal so. Ich gehe erstmal schön auf Nummer sicher. Ich mache erstmal so. Denn mein Feuerball ist bald wieder aktiv. So, und dann können wir wieder loslegen. So, ich muss noch ein bisschen warten, auf jeden Fall. Nur noch ein bisschen warten. Wirklich erst verstanden, ich hab wieder gemistklickt. Dogo, der riesige zweiköpfige Ogre steht vor den Toren von Dunguor und blockiert deinen Weg. Ich hab wieder gefettfängert. Aber es hat super funktioniert. Okay, wir gucken, ob ich den schaffe oder ne. Außer den Fähigkeiten eines Ogres gibt Dogo Zweiköpfchen ihm beim Goldsammeln einen weiteren Spielzug. Seine gefährliche Keule verursacht einen beliebigen Stell großen Schaden. Dogo der Zweiköpfchen Ogre ist der Anführer der Truppen, die Agiere angegriffen haben. Vorsicht vor seinen Zweiköpfen. Okay, der ist Level. Okay. Der ist Level 18. Nee. Schmeckt gut. Nee, wenn ich das mache, rutscht der Schädel hier. Nee, kann ich nicht machen. Schon wieder wegen hart assi. Jedes Mal, wenn er Gold sammelt, kriegt er noch einen Spielzug. Das ist schon scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, schau mich erstmal ein bisschen. Ach, ich brauch Gelb. Okay, Gelb voll. Ja, bist immer noch voll. Wie machen wir es mit denen hier? Ach nee, scheiße, kann ich schon machen, weil der Kopf dann hier ist. Das kann ich schon mal knicken. Mit das machen. Sehr schön. Grün nehmen wir mit. Das nehmen wir mit.
Sehr schön. Ich bin schon ein bisschen Maschine, muss ich sagen. Aber richtig hart. So, jetzt bräuchte ich wieder rote. Ach hier, warte mal. Ey, du bist wirklich, bist so geil. Oh, du bist schon so geil hot. Hat er gut gemacht, muss ich sagen. Schlachtruf. Ich zieh meinen Hut vor dir auf jeden Fall. Das war schon geil. Nee. Alter. Heilige Scheiße. Ey, das ist schon ein bisschen ein kleiner Cheatcode. Muss ich schon sagen. Sprach blau. Nee, hör auf. Du sagst mir nichts Neues. You have suffered defeat. Der ist nicht so stark. Ich hätte ihn fast platt gemacht, verdammte Kacke. Oh, der Fan auf Anfang, cool. Das sind doch die besten Voraussetzungen für sowas. Ich kann eigentlich gleich wieder von vorne anfangen.
Holy shit! Digga! Ey, wirklich! Was ist das denn? Ey, wirklich! Ich krieg das hin! Kannst du dir nicht ausdenken? Neuer Versuch. Dein Feind fängt an. Cool. Level von anfangen. Ich wäre jetzt schon wieder bei unter 50 gewesen.